Jo Freunde, mein Name ist Eddie Pallas und das ist mein Kanal. Und heute wieder mit einem neuen Parfüm-Review. Und heute hätten wir das Dolce & Gabbana King EOD Parfüm am Start. Und das wollen wir jetzt zusammen testen, auf jeden Fall. Und ich werde das jetzt mal hier aus dieser Schachtel rausholen. Und da sieht man auch schon das gute Stück. Da ist es. Spiegelt ein bisschen. Weil es so glänzt. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Dolce & Gabbana King EOD Parfüm ist das auf jeden Fall. Wie man sieht hier, so eine Krone. Richtig elegant auf jeden Fall. Die Flasche glänzt ein bisschen zu viel, finde ich. Aber ansonsten ist die Flasche sehr nice. Man sieht auch nicht wirklich den Aufdruck. Den hätten sie vielleicht ein bisschen heller oder in einem Silber machen sollen als im Schwarz, weil das sieht man auf dem Dunkelblau eher nicht so. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir das jetzt mal schnuppern, ne? Ich muss dazu sagen, ich habe es in der Parfümerie schon getestet. Wie das andere auch letztens, das Yves Saint Laurent. Und ja, wir wollen jetzt mal gucken, ne? Wie das so duftet. Oh, man merkt es schon direkt beim Aufsprühen, ne? Man merkt schon diese Stärke, dass es ein sehr, sehr starkes Parfüm ist. Ja. Sehr süß, auf jeden Fall, das muss man dazu sagen. Es ist ein sehr süßes Parfüm. Das am Anfang, wenn man es aufsprüht, leicht alkoholisch riecht. Und ja, aber das ist bei fast allen Parfüms so, also bei vielen auf jeden Fall. Dieser typisch leicht alkoholische Geruch. Aber bei diesem Parfüm merkt man schon gleich, man riecht gleich direkt die Süße auf jeden Fall. Ja. Und das zeichnet das Parfüm eigentlich auch schon aus. So süßholzmäßig bisschen. Und auch so dieses Aquafrische auf jeden Fall. Ja, es riecht richtig, richtig geil auf jeden Fall. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ne? Wir warten jetzt noch mal einen Augenblick ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, was kann ich dazu sagen? Süßholzraspel. Auf jeden Fall, so stellt man sich den Geruch von Süßholzraspeln vor. Es riecht sehr süß, aber frisch auch. So richtig so aquafresh und ist einfach schon nice. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall bis jetzt mein zweiter Favorite auf jeden Fall. Man kann es eigentlich von der Bewertung ähnlich gleichstellen wie Yves Saint Laurent auf jeden Fall. Es ist aber, ja, es ist nochmal anders. Ne? Es ist halt nochmal anders. Und kann man auf jeden Fall sich gönnen. Finde ich cool, bereue ich kein Stück diesen Kauf. Das Parfüm kriegt von mir, kann ich eigentlich auch sagen, eine glatte 10. Ne? Also kriegt von der Bewertung her auf jeden Fall auch eine glatte 10. Ist ein geiles Ding. Ist echt ein Hammerteil. Hammerparfüm. Das sprühen wir jetzt hier auch nochmal auf. Oh. Man merkt auch so ein bisschen so leicht Kaugummi-mäßig noch so. Ich weiß nicht, es riecht einfach geil. Es riecht einfach geil. Ich kann das jedem empfehlen. Es ist genau das Richtige, ja, für einen eleganten Tag. Ob jetzt im Streetwear-Look oder auch im noblen Anzug. Ja, das ist wirklich Hammer. Ja, das ist wirklich ein geiles Parfüm. Kriegt die glatte 10. Ja, das letzte hatte die 10 plus. Ne, muss ich dazu nochmal sagen, dass Yves Saint Laurent, diesem gebe ich einfach eine glatte 10. Ne? Und ja, ich bereue den Kauf auf gar keinen Fall. Ich werde das auch sehr, sehr oft nehmen. Ich kann mich schon fast gar nicht mehr entscheiden, was nehme ich immer. Ja, man riecht wirklich, wie gesagt, so Süßholz, so wie man sich Süßholzraspeln vorstellt. Ne? Also wirklich so eine süße, holzige Note auf jeden Fall. So eine, wie Kaugummis, ne? Wie, so ein bisschen so wie Kaugummis. So wie in diesen Kaugummiautomaten, diese Kaugummikugeln, ne? So wie die riechen. So, ne? So ein bisschen so das. Und dann so diese Aquafrische, das ist eine perfekte Mischung und man kann es eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Ne? Also das alles so als eine Mischung, das ist schon ein geiles Parfüm, ey. Also auf jeden Fall kann ich empfehlen, King von Dolce & Gabbana. Habe ich auch so
Das sind, glaube ich, 60 Milliliter gewesen. Steht gar nicht drauf. Ne, 50 Milliliter. Das kostet jetzt 49,95. Habe ich gerade gesehen, vor ein paar Tagen, wo ich es bestellt habe, hat es mich noch 56 gekostet. Auf jeden Fall, Leute, ist auf jeden Fall ein geiles Parfüm. Kann ich in jedem Fall jedem nur empfehlen. Ist wirklich ein geiles Parfüm. Ich habe es bestellt bei MyWitch. Auf jeden Fall. Und es war auch sehr nice. Bei MyWitch habe ich noch eine Probe bekommen von einem anderen Parfüm, wovon ich dann auch nochmal ein Review auf jeden Fall machen werde von der Probe. Die habe ich dann noch mit beigekriegt. Dann habe ich noch eine Creme gekriegt, also eine Probecreme, ne, so eine kleine Creme auf jeden Fall. Und so ein kleines Gummibärchentütchen, Haribo Goldbeeren auf jeden Fall. Und das war sehr nett auf jeden Fall, dass sie das da noch mit reingetan haben. Das hatte ich jetzt bei den anderen Händlern nicht. Ja, finde ich cool, auf jeden Fall. Sehr nice. Also mywitch.de kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist eine coole Seite. Ja, was kann man dazu noch sagen? Geiles Parfüm, Mann. Jo, Freunde, das war es dann auch schon wieder mit einem neuen Parfüm-Review bei Eddie Palace TV. Ich hoffe, das Parfüm-Review hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es in Form eines Likes und eines Kommentars. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was gefällt euch momentan so für ein Parfüm, welches Parfüm soll ich mal testen. Und ja, vielleicht teste ich das dann mal für euch. Sagt es einfach, schreibt es in die Kommentare. Ich bin immer ganz Ohr auf jeden Fall. Es folgen noch zwei weitere Parfüm-Reviews in Kürze. Und ja, auch Fashion Hauls erwarten euch noch. Fashion Reacted Folgen, Classic Vibes, Web News, alles mögliche. Viele Sachen kann ich halt momentan nicht so machen wegen der Corona-Pandemie, sodass ich in andere Städte fahre und die Videos mache, wie ich das in Oldenburg angefangen hatte. Finde ich sehr schade, aber sobald das wieder möglich ist, wird das dann auch wieder gemacht. Ein großes Statement dazu kommt auf jeden Fall noch. Und Leute, fleißig abonnieren. Ne, fleißig abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Denn ich starte jetzt bald auch Gewinnspiele. Das heißt, ich möchte mich bei meinen Abonnenten dafür auch bedanken. Für jeden einzelnen Abonnenten. Und das werde ich zeigen in Form von Gewinnspielen. Dort habe ich schon drei Artikel mir ausgesucht, die ich verlosen werde auf jeden Fall. Dafür müssen drei Stufen erreicht werden bis Weihnachten. Und das erfahrt ihr auf Instagram. Also auf jeden Fall auch mir bei Instagram folgen. Um es nicht zu verpassen, checkt immer meine Stories und ich werde es auch als Feed-Beitrag auf jeden Fall posten mit dem Gewinnspiel. Checkt das auf jeden Fall aus. Ich bin raus, euer Dieter.